Jo, hi zurück zu Stellar Blade. Wir sind immer noch auf dem Weg in die, oder zur Kammer der Aufzeichnung, oder wie auch immer das Ding heißen mag. Wir sind hier ganz oben raufgegangen. Ich glaube, da wären die. Aber, was? Wo ist das Transportgerät? Aktivier die Einschienenbahnsteuertafel. Ja, können wir natürlich machen, aber ich dachte, wir gucken uns das Gebäude erstmal noch an. Es hat keinen Strom. Gar kein Problem. Unter der Treppe ist ein Steuerungsraum. Schon klar. Ey, kann man hier nicht wieder zurück? Also das wäre jetzt irgendwie doof, ne? Weil wir sind hier komplett raufgekrabbelt. Und der Laden ist ja hier wesentlich größer. Ja, also wir sind ja von hier gekommen. Da kann man garantiert auch wieder ran. Und runter? Ja. Guck mal hier. So, und jetzt hätte ich gedacht, dass wir hier nochmal wieder schwimmen, oder? Weil es ist ja wesentlich größer gewesen, als wir jetzt hier nur einmal kurz in diese Tür reingeschwommen sind, oder? Das kann ja nicht reichen. Schon nochmal ein bisschen gucken. Okay. Vielleicht auch nicht. Warte mal, wie war denn das hier? Wie waren wir denn hier reingekommen? Oder waren wir gar nicht bis ganz nach unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Sind wir nicht durch die Tür hier reingeschwommen und... Achso, B2? Das heißt, wir sind eh... Ah ja, genau, wir waren ganz unten dann, ne? Ja, aber so richtig nicht, ne? Scheiße. Okay, lass doch mal hier ran. Kann natürlich Schritt für Schritt hier irgendwie... Ne, ist wohl wirklich so vorgesehen, dass wenn man da durch ist, dann muss man oben durch. Okay, lass es uns probieren. Vielleicht geht es ja einfach nochmal weiter. So, hier wollen wir Strom machen. Kann man hier das aufmachen? Ne. Strom? Okay, worum geht's? Du musst den Code umschreiben, damit der Strom wieder fließt. Stärke und Position festlegen. Platzierung abbrechen. Okay, komm, lass mal irgendwie machen. Mal hier eins. Was ist 6 wirklich? Heißt das die Stärke? Okay. Okay, verstehe. Was ist denn das da vorne? Das sind 7, ne? Oder wie viel sind das? Ja, okay. Also, wir machen hier mal die 6 hier hin, die 8 dahin. Baut das dann... Okay, das baut nach vorne hin auf. Okay, wäre dann sinnvoll, dass man die 8 dann vielleicht hier hin baut, oder was? Ah, es baut immer nur die 2 dazwischen auf. Okay, also das heißt, in Summe 8 wäre natürlich nice. Also das heißt eben... Das wäre hier schön, ne? Das wäre da schön, die 1 da hinten nochmal hin. Okay. Ja, aber hier fehlt noch ein bisschen was. Jawohl. So jetzt läuft aktivieren das. Nochmal die Steuertafel. Okay. Irgendwas bewegt sich auf uns zu. Keine Sorge, das ist nur die Einschiene. Diese alte Maschine ist unser Transport. Naja. Ganz genau. Nach dir. Thank you.
Eve, stimmt etwas nicht? Oh, ich habe mich nur an etwas von gestern erinnert. Diese Stadt ist so ruhig, so verlassen. Tja, so ist das, wenn in einer Stadt keine Menschen mehr wohnen. Eve, was hast du vor, nachdem du den Alpha Nativa besiegt hast? Alle Mitglieder des Landetrupps dienen einem einzigen Zweck. Wir alle existieren, nur für die Mission. Du meinst, die Auslöschung aller Nativas? Richtig. Du existierst also nur, um eine andere Spezies auszurotten. Bisschen trostlos. Nicht gerade schön. Okay. Wo kommen wir ran? Wir sind da. Steigst du aus? Okay, da kann man überall hin. Könnten hier runter und da drüber, drüben auch rüberspringen, ne? Lass mal gucken, was Sinn macht. Design, okay. Nanosuit. Okay, cool. Commercial Sektor. Das war wohl mal ein Plaza. Stimmt. Aber jetzt steht er unter Wasser. Das Gute ist, du musst nicht ins Wasser. Zur Halle der Aufzeichnungen geht's da lang. Ja, wir gucken uns durch. Geil, Kaugummiautomat, yes. So, lass mal kurz gucken, was hier oben noch ist. Kann quasi die Bahn rufen oder auch nicht? Was steht denn da oben? Ach doch, die kommt dann, oder? Ah, okay. Da muss man auch irgendwie hinkommen von da drüben. Okay. Da kommt man aber so nicht hin. Kann man hier rein eigentlich? Darf man das hier? Man darf noch, kommt noch nicht wieder raus. Okay, danke dafür. Die Tür ist zu. Komm. In der Luft, ja, das wäre natürlich hilfreich, ne? Komplett voll, ne? 3-3, okay. Zurücksetzen wollen wir nicht. Okay, lass mal hier kurz weiter gucken. Okay, was ist das da? Am besten hältst du dich vom Wasser fern. Ja,
Sieht aus, als würde dort Strom durchfließen. Der Typ da hinten sieht auch nicht so geil aus, finde ich. Oh, danke. Wie funktionieren eigentlich diese Granaten? Mal ausprobieren. Okay, so. Da können wir auch durch. Mal kurz hier gucken, weil ich bin ja noch. Eigentlich bin ich ja noch hier. Oh. Will ich nochmal unten rein in die Kiste? Weil irgendwie müsste man da ja rankommen, ne? Diese Treppe vielleicht? Ja, okay. So, er sagt, fließt Strom durch, also erstmal nicht. Tja, man käme darüber, aber wir entfernen uns natürlich immer weiter von dieser. Was stand da? 317 oder was? Sagen, warum sollte man hierher wollen? Oder umran will. Mhm. Okay. Hier ist eine versteckte Nachricht. Dann darüber, da lang. Ich glaube, das ist hier schon der richtige Weg. Okay, man könnte auch da hinten, hätte man straight lang gehen können. Okay. Also bevor man hier nicht mehr herkommt, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, ne? Gucken wir trotzdem mal da hinten das an. Yeah.
Weg oder was? Nee. Hetzender Vogel, okay. So, mal gucken, ob der hier auch noch nervt. Upp. Kick. Okay, der schmeißt so komische Sachen, ne? Und die beiden da hinten werden wahrscheinlich aufwachen. Ja, er zumindest. So, hier konnte man irgendwie rein, ne? Mhm. Da oben ist eh zu, oder? Mal schauen. So aus, ne? Brücke da hinten, mhm. So, wen hatten wir hier? So Krabbeldinger, mhm. Kein Strom oder was? Das muss die Steuerung für das Schleusentor sein. Zum Aktivieren braucht man Anmeldedaten. Kommen wir später wieder. Wir haben noch zu tun. Okay, schade. Aber wir wissen, wo es ist. Komm. So, was haben wir da nur so Knubbeldudes? Auf den ersten Blick, ne? Was hätte uns das gebracht, wenn wir jetzt einfach straight hier rüber gelaufen wären? Hätten wir irgendwas gesehen? Aber eins ist klar, man hätte unheimlich viel verpasst, ne? Weil die andere Ecke da hinten, muss ich dann schon nochmal angucken.
So, wie sieht's aus? Nicht so nice, ne? Das heißt eben, wir tunen uns hier nochmal. Wer weiß, was da jetzt in dem Raum da drin ist. Mhm. Können wir jetzt eigentlich irgendwas leisten? Wir sind, glaube ich, voll pleite, oder? Wo steht das? 501, okay. Granaten finde ich ganz nice. Was kosten die denn? 500, okay. Haben wir noch einen Huni übrig. Manchmal helfen die wirklich. Schon ganz cool. Oh. Dachte, er wäre kaputt. Dahin ist eine Lagerstation, oder? Das Lager, ne? Ja. Nice, mit so Traumfänger und alles Mögliche. Okay, lass uns doch mal hier ein Päuschen machen und dann erkunden wir das weiter beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann, ciao.